Schön, euch alle zu sehen nach einer langen Pause. Freut mich sehr. Bekannte Gesichter und neue Gesichter. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bin ich nämlich auch alleine hier. Deswegen ist dann, wenn so mit der Technik etwas nicht klappt, ist doppelt so brenzlig. Carina macht nämlich gerade Urlaub, einen sehr verdienten Urlaub und lässt aus Barcelona Grüße. Ihr mit. Und wir wollen heute uns einen schönen Abend machen mit Körpersinn und euren Fragen. Für diejenigen, die sich noch heute neu, ganz neu dazuschalten, wir werden heute einfach so einen kleinen Einblick machen in dem, was wir mit Körpersinn machen und euch auch immer so die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, auch insbesondere zu unserer Ausbildung, Seminare, die Prozesse, die wir mit Körpersinn anbieten. Diese Fragen könnt ihr dann zum Schluss stellen. Erstmal machen wir ganz viel Praxis und auch euch daran erinnern, dass wir Klarheitsgespräche anbieten. Auch gerade wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung, könnt ihr gerne in dieser Richtung uns bei uns anmelden. Da haben wir einen Link auf unserer Webseite, wo man dann Klarheitsgespräche auch buchen kann, sodass nicht alles hier geschehen muss, falls nachher Fragen offen geblieben sind. Könnt ihr nochmal auf uns zukommen. Und ja, wir freuen uns und ich freue mich heute wieder mit euch in Kontakt zu gehen und ein bisschen zu hören, was ihr braucht, wie es euch geht, welche Bedürfnisse in Bezug auf Körpersinn habt. Heute wollen wir ja das Thema prozessorientiert ein bisschen bewegen. Was heißt das prozessorientiert mit Körperarbeit und Embodiment verbunden? Und ja, mal schauen, was da entsteht. Und als erstes, wie immer, fangen wir diesen Prozess an, indem wir uns einfach erstmal hinsetzen und es bequem machen und einen Centering oder ich komme in meinen Körper an, Moment und schenken. Ihr könnt euch auch hinlegen, wenn ihr das braucht, wenn ihr gerade noch so ein bisschen von irgendwo herkommt, wo ihr sehr noch in Eile und genau, dann könnt ihr euch auch hinlegen. Wir wollen einen Moment erstmal Körper spüren, ankommen, atmen und dann könnt ihr euch auch noch vorstellen. Ihr dürft dafür die Augen zumachen. Und fühlen, wie ist heute mein Selbstgefühl, meine Wahrnehmung, mein Körpergefühl? Und wie nehme ich mich selber im Ankommen wahr mit meinem Körper? Das ist meine erste Strategie, um bei mir anzukommen. Und wie atme ich? Wie fühlen sich meine Füße, meine Beine an? Wie fühlen sich mein Beckenboden an? Was verändert sich, wenn ich das Gewicht meiner Beine und meines Beckens spüre? Und das Gewicht auch abgeben kann? Sodass ich meinen Fokus jetzt auf meine Füße, meine Beine, mein Becken lege. Das Gewicht meines Skeletts, meiner Knochen im Becken, in den Beinen, in den Füßen. Wie atme ich dabei? Ändert sich etwas in meiner Atmung? Wie ist das Gewicht meines Skeletts, meiner Wirbelsäule? Wie richtet sie sich auf oder wie liegt sie? Und wie ist das Gewicht und das Gefühl, das ich heute in meinen Wirbeln habe?
Was verändert sich, wenn ich das Gewicht ein bisschen abgebe? Und ja, mein Fokus auf die Schwerkraft und das Gespräch der Schwerkraft mit meinen Wirbeln liegt. Und meinen Rippen. Wie ist heute das Gewicht meiner Schulterblätter, Schlüsselbeins, mein Brustbein, das Gewicht der Oberarme, der Unterarme bis zu den Händen? Und was verändert sich, während ich hier so beobachte und spüre, was ist? Und die Schwerkraft, mein Gewicht, meine Knochen fühle. Was verändert sich, wenn ich jetzt noch meine Halswirbel und meinen Kopf und das Gewicht vom Kopf spüre? Die Wirkung der Schwerkraft auf mein Skelett. Mein Kopf, meine Halswirbel, meine Schultergürtel, Schulterblätter, die Arme, die Hände, meine Wirbelsäule, die Rippen, mein Becken. Beine bis zu den Füßen. Dann spüre nochmal das gesamte Volumen unseres Körpers und was sich verändert, wenn ich Volumen spüre im Vergleich zu Gewicht. Was kommt hinzu? Und was verändert sich, wenn ich jetzt aus diesem Gefühl von Gewicht und Schwerkraft und Volumen in den Raum hineinfühle? Ist der Raum um mich herum? Wie orientiere ich mich in den Raum? Weiß ich, wo Ost und West ist? Wo geht die Sonne auf? Wo geht die Sonne unter? Wo ist Norden? Wo ist Süden? Und das verändert sich, wenn ich einfach mit meinem Körper auch mich versuche, so ein wenig in den Raum zu orientieren. Uralte Funktionen meines Körpers. Zum Boden hinspüren und nach oben, wie weit ist die Decke entfernt? Und dann können wir uns noch mal einen Moment Zeit lassen, auch die anderen Menschen zu spüren, mit denen ich hier zusammen sitze. Es gibt jetzt so Menschen überall verteilt auf Europa, die jetzt in den Körper hineinfühlen, sich orientieren, Schwerkraft, Gewicht wahrnehmen, sich verbinden. So ein bisschen diese Absicht, die wir jetzt gemeinsam haben, unseren Körper zu spüren und auch in der Gruppe eine gute Zeit zu haben. Dann könnt ihr noch mal euer Atem spüren. Und vielleicht insbesondere diesen Ort, diesen Schwerkraftpunkt im Becken, unter dem Bauchnabel, in der Mitte des Beckens. Dort ist unser Schwerkraftpunkt, um den eigentlich sich das gesamte Skelett ordnet. Dass ich das nochmal so ein bisschen spüre als Referenz für mich. Dann immer wieder so in den Raum fühlen kann, mich orientieren kann, meine Mitte spüren. Und ein bisschen die Menschen wahrnehmen, die mit mir hier sitzen und meine Mitte fühlen. In meiner Atmung bleiben.
Und dann dürft ihr gerne die Augen langsam öffnen. Und ankommen, vielleicht einen Moment beobachten, was hat sich jetzt verändert, wie fühle ich mich jetzt, wenn ich schon so ein bisschen einfach nur an meinen Körper angekommen bin. Ich merke, dass meine Aufregung mit der Technik sich auch schon mal gelegt hat. Und ja, wie ist es bei euch? Herzlich willkommen, die noch hinzugekommen sind. Und ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch jetzt in den Chat eintragt, so dass ich so ein bisschen ein Gefühl bekomme, woher ihr kommt, was euer beruflicher Hintergrund ist. Das ist auch immer spannend für uns, ein bisschen zu wissen, aus welcher beruflichen Tätigkeit und Alltag ihr zu uns findet, so dass sie auch diese Bedürfnisse vielleicht entgegenkommen können. Und ja, was erwartet ihr heute von dem heutigen Abend? Dass ihr irgendwas in den Chat schreibt, so dass ich so ein bisschen weiß, mit wem wir es heute hier uns bewegen wollen. Und dann gehen wir ein bisschen in die Praxis und bewegen uns. Ich wollte mit euch heute auch sowas bisschen aus dem Authentic Movement. Deswegen haben wir schon gesagt, wir machen was Neues heute. Wir wollen so ein bisschen auch das bewegen. Und ja, ich wollte, bevor wir dann so ein bisschen in die Praxis gehen, euch einfach so erzählen, womit ich mich gerade beschäftige und womit wir eigentlich auch so in unserem Prozess mit Körper sehen, gerade wie so auf der Suche sind. Und auch anderen Menschen das näher bringen wollen. In all diesen Prozessen, auch in unserer Ausbildung. Also die ganz große Frage, die ich habe, ist, wie könnte ich meine Tätigkeit, alles, was ich mache, nicht mehr als Arbeit definieren, sondern kreativ tätig sein. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt so ein sehr schönes Buch von Lidlow auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Es ist ein sehr schönes Buch, das von einer Frau, die eigentlich Diamantensucherin war und aber in den Urwald von Kolumbien, glaube ich, war das, dann bei den Indianern gelandet ist, dort im Amazonas. Das ist eine ganz besondere Bevölkerung. Und bemerkte, dass sie kein Wort haben für Arbeit. Für Menschen, die noch in sehr ursprünglicher Verbindung leben, ist alles, was man tut, eine Tätigkeit, der man nachgeht. Und wahrscheinlich gerne. Ja, sie beschreibt, wie sie voller Staunen feststellt, dass die Frauen, die mit ihren Kindern dann Wasser holen, an der Wasserstelle, die ist ziemlich weit weg, die Wasserstelle. Und die genießen den Weg, ja, die gehen mit ihren Kindern dahin, baden dann, sammeln diese ganz schweren Bötticher mit Wasser, erzählen sich Geschichten und lachen, während sie das machen, kehren wieder zurück. Das dauert alles total lange, aber das gehört zur alltäglichen Tätigkeit in der Gemeinschaft dazu. Und sie hat dann auch mal so einen Ausflug mit diesen Indianern und einer Truppe von Italienern mit Booten gemacht. Und man musste zum Teil die Boote auf dem Rücken tragen, während man den Urwald durchquerte, weil nicht immer Wasser, ein Fluss mit Wasser zur Verfügung stand. Und sie sagte, sie musste sich mal kurz zurückziehen, ja, vermutlich um auf Toilette zu gehen, irgendwo in den Büschen. Und dann guckte sie nach unten und sah wie so zwei Welten unterwegs. Vorne die Italiener fluchten und schrien und schimpften, weil sie diese Boote auf der Schulter tragen mussten und stolperten und fielen und es furchtbar und schwitzen und erhitzt. Ja, super anstrengend, super schrecklich. Und dahinter die Indianer mit der gleichen Tätigkeit am Lachen, Witze am Erzählen, sich irgendwie, wenn mal einer so halb gequetscht wurde gegen einen Felsen, weil das Boot fast kippte. Mensch, habe ich trotzdem noch geschafft. Und sie sagte,
Ich habe zwei Welten gesehen, die gleiche Tätigkeit, eine völlig unterschiedliche Haltung. Und das ist etwas, was mich schon immer sehr gerufen und beschäftigt hat. Und ja, was wir eigentlich mit der Feldenkrais-Methode versuchen zu üben und was wir im Körper sehen, versuchen beizubringen. Und ich finde besonders, also es gibt ja auch Tätigkeiten mit Körpersinn, die nicht so spannend und toll sind, wie jetzt hier mit euch zu sitzen und Körperarbeit zu machen, sondern ja, die mit irgendwelchen Sachen schreiben, organisieren, strukturieren, Termine machen. Das macht dann nicht so einen Spaß. Und wie kann ich, auch wenn ich zum Beispiel eine kreative Idee haben möchte, eine Tätigkeit so gestalten, dass ich das nicht als Arbeit empfinde, sondern dass ich so verbunden bin mit dem Leben, mit mir, mit dem, was ich gerade tue, dass es fließt, dass ich Freude daran habe. Was auch immer es ist. Und dass ich nicht nur dann Freude daran habe, wenn endlich Abend ist und ich mich entspannen und erholen kann, sondern dass mein Alltag so wird. Also das ist ein sehr großes Ziel von mir selber. Ja, ich übe das gerade sehr viel im Alltag, genau das zu machen, auch wenn ich Sachen vorbereiten möchte für Körpersinn. Ich möchte gerne so ein Handbuch für euch alle schreiben, wo man mal auch so ein Buch hat, wo man versteht, worum geht es eigentlich in Körpersinn und in Embodiment? Was lernen wir? Was ist wichtig? Weshalb ist mein Körpersinn wichtig? Ja, da versuche ich gerade so Wörter dafür zu finden und eigentlich ist das total schön. Aber es kann auch Arbeit, sich als Arbeit anfühlen. So, wie kann ich das so machen, dass alles ein kreativer Prozess ist? Das ist so ein bisschen was ich heute mit euch bewegen möchte und mal gucken, was bei euch sich dann bewegt. Und es immer wieder lernen, den Prozess im Vordergrund zu stellen und nicht das Ergebnis. Also auch hier, wenn wir Übungen und so weiter machen, versuchen wir jetzt mal, unseren Körper besser kennenzulernen, uns zu spüren, zu atmen. Und vergessen wir vielleicht sogar, dass wir uns entspannen wollen oder unbedingt erwarten, ach zum Schluss, oh, vielleicht habe ich weniger Schmerzen, sondern wir schauen mal, was passiert, während ich tue, während ich bewege, sodass ich so ganz frei und frisch mich auf den Prozess einlasse. Das ist so ein bisschen, was ich heute mit euch ausprobieren möchte. Und wir kennen das ja alle, ja. Ich sehe euch nicken und so weiter. Wir kennen das, ja. Der Weg ist das Ziel. Und wir wissen aber auch alle, dass in der Tat das umzusetzen sich ein bisschen schwierig anfühlt, sprich anstrengend. Ja, also es ist irgendwie ein Paradox. Und wir wollen einfach heute noch mal so schauen, auch nachher mit einer Feldenkrais, aber auch jetzt mit so einer kleinen Erfahrung, wie können wir immer wieder den Prozess beginnen zu spüren? Ich glaube, und damit schließe ich heute meine Einführung auf, ab, ein auf, ab. Wenn wir wirklich beginnen, den Prozess zu spüren, sind wir im Hier und im Jetzt, dann leben wir. Meistens leben wir nicht. Und ich glaube, das ist mir das Wichtigste für mich selber, aber auch für euch, dass wir über Körpersinn lernen können, über unseren Körpersinn, also nicht nur die Methode, sondern unseren Körpersinn, wieder das Leben zu fühlen und zu leben, anstatt das Leben zu denken. Ja, und uns davon beunruhigen zu lassen, die ganze Zeit. Das tun wir nämlich. Ja, genau, ihr nickt. Hier geschieht das Leben und wir versuchen Zugänge dazu zu finden auf allen möglichen Wegen. Mal sehen, wie es uns heute gelingt. Ich würde euch jetzt gerne dazu einladen. Ich weiß nicht, ob ihr etwas zu malen oder zeichnen oder auf dem Papier darstellen dabei habt. Habt ihr dazu etwas?
Sonst könnt ihr vielleicht noch was holen. Ihr könnt da auch sonst improvisieren. Zur Not ein Bleistift und Papier. Idealerweise Farbe, aber sonst einfach nur ein Stift. Angela, jetzt nehme ich dich wahr. Du bist ja auch da. Wie schön. Hallo, liebe Angela. Du warst ja auch in unserem Kurs. Schön, dich zu sehen. Ich habe da nur so auf den Chat geguckt und gar nicht mehr euch gesehen. Genau, Susanne kenne ich auch. Jetzt sehe ich euch so ein bisschen. Super. Also, wenn ihr jetzt etwas habt, mit dem ihr malen könnt oder zeichnen, ja, also malen ist besser, aber wir, ne, auch hier improvisieren wir wie die Indianer im Urwald, was auch immer wir haben, damit werden wir jetzt arbeiten. Und sucht euch ein Körperteil aus, den ihr heute bewegen wollt. Also bewegen im Sinne, dass ein Thema für euch ist. Ja, wir suchen euch jetzt irgendwas. Habe ich immer was mit meiner Wirbelsäule, mit meiner Schulter, mit meinem Arm, meine Hände, mein Handgelenk, mein Fuß, Becken, was auch immer. Und malt bitte diesen Körperteil. Lasst euch einen Moment Zeit, das erstmal in Bild, so wie es für euch passt, zu malen, zu zeichnen. Und auch jetzt, während ihr das macht, achtet auf euch und wie ihr das macht. Sprich, ich gucke, dass es nicht nur das Ergebnis ist, das, was ich zeichne, dass das wichtig ist, sondern kann ich auch jetzt, ich wiederhole das einfach nochmal, ihr malt jetzt ein Körperteil, ja? Und ein Körperteil, das für euch gerade Thema ist. Und ihr malt es einfach, stellt es dar und achtet auf euren Prozess dabei. Sprich, es geht nicht nur darum, dass es schön ist und ein Ergebnis ist, sondern wie atme ich dabei? Ja, wir beginnen schon jetzt auf unseren Körpersinn zu achten. Was mache ich mit dem Unterkiefer? Mit der Zunge im Mund, mit meinen Augen. Ja, hier können wir dann schon beginnen, auf den Prozess zu achten. Wie halte ich die Farben oder den Stift? Sind meine Schultern locker? Kann ich das malen und urteilsfrei dabei sein? Ist mein Bauch locker? Was machen meine Füße dabei? Ja, so wir achten auch schon hier auf den Prozess. Die Zunge im Mund. Genau. Mein Rücken locker. Sind meine Finger weich? Oh.
ist der Raum zwischen meinen Augenbrauen locker. Genau, und vielleicht bringt ihr dann das zum Abschluss. Also es muss jetzt kein wunderbares, großes, ausgefeiltes Bild, sondern nur, dass ich so einen Eindruck habe von diesem Körperteil, den ich gerade jetzt gemalt habe. Und ich schaue mir das noch einen Moment an und lasse mir so einen Moment Zeit zu spüren, was sehe ich dort? Was sehe ich? Und vielleicht mag ich da was zu schreiben, wenn ich jetzt dieses Körperteil anschaue, das ich dort gemalt habe. Was sehe ich und was spüre ich? Gibt es etwas, was ich spüre, vielleicht in meinem Körper als Resonanz? Gibt es etwas, was ich fühle? Ja, spüren ist mehr mit dem Körper und fühlen ist etwas, wo ich eine Emotion habe, wo ich Trauer, Wut, Angst, Kraft, Überraschung, was auch immer ich fühle. Ja, also dass ich einerseits was spüre ich, auch vielleicht körperlich. Und dann, was fühle ich? Kann ich da einen Unterschied? Und gibt es da jetzt etwas, was ich damit verbinde? Gibt es Bilder, die ich habe, wenn ich mir das anschaue? Oder wenn ich das auch fühle? Gibt es Erinnerungen in diesem Zusammenhang? Was geschieht, wenn ich diesen Körperteil sozusagen mal jetzt vor mir so ein bisschen künstlerisch bewege, spüre, fühle? Und künstlerisch heißt nicht, dass das irgendwie schön oder gut aussehen muss, sondern nur, ich habe jetzt da dieses Bild und komm da so ein bisschen in Gespräch damit. Und schreibt doch vielleicht so ein paar Wörter dazu aus. Auch wieder nur so eine kleine Idee. Das muss jetzt nicht so, wir wollen uns gleich bewegen. Nur, dass ihr so ein paar Themen habt, mit denen ihr jetzt da so gehen könnt. Ja, etwas, eine Erinnerung, ein Gefühl, etwas, was ich spüre im Zusammenhang damit. Wunderbar. Und ich lade euch jetzt dazu ein, wenn ihr das jetzt so bewegt und beendet habt, dass ihr euch damit erstmal auf den Boden legt. Jetzt kommen wir ein bisschen an. Ich kombiniere jetzt hier so ein bisschen das, was ich aus meinem Authentic Movement gerade lerne, mit etwas, was ich glaube, was sehr wichtig ist, in unseren Körpersinnprozessen erstmal dir Zeit lassen, deinen Körper zu spüren und zu erforschen und in die Schwerkraft zu gehen, zu fühlen, was du brauchst, was dir gut tut. Legt euch lang und macht es euch bequem. Ich hole mir mal einen Moment ein Glas Wasser. Ihr kommt an und spürt, wie ihr liegt. Gleich wieder da.
Geht euch lang und spürt erstmal die Schwerkraft und den Abdruck, der euer Körper heute hinterlässt. Welche Mulden hinterlässt mein Körper? Unter meinem Kopf, unter meinen Schultern, meinen Armen. Welcher Abdruck hinterlässt mein Körper? Vom Rücken, der Wirbelsäule, mein Becken. Gibt es eine Seite, die vielleicht tiefer aufliegt als die andere? Oder die sich länger oder leichter anfühlt als die andere? Liegt heute mein Becken auf? Wie liegen meine Beine auf und welchen Abdruck hinterlassen meine Beine? Und lasst euch auch hier schon einen Moment Zeit zu spüren, was verändert sich in mir und in mein Selbstgefühl alleine, wenn ich mir die Zeit lasse, mich zu fühlen. Wie wäre das, wenn ich diese Strategie als Teil meines kreativen Prozesses im Alltag immer wieder lerne anzuwenden, sodass ich es in den Vordergrund stelle, dass ich immer wieder mich fühle und damit das Leben in meinem Körper wahrnehme und das Leben spüre. Mein Körper ist in der Gegenwart, weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Und ein erster Schritt, um prozessorientiert zu leben, ist, spüre deinen Körper. Was brauchst du gerade? Wie ist es gerade? Ja, bin ich auch jetzt bequem? Liege ich bequem auf? Ist mein Kopf gut gestützt? Ist mein Becken bequem? Brauche ich etwas unter den Knien? Bin ich warm genug? Wie atme ich? Erlaube ich mir zu atmen? So, ein erster Schritt ist immer, oh, ich spüre mich. Ich nehme mir Zeit, mein Körper wieder lernen zu fühlen. Denn wir haben es verlernt, im Alltag unseren Körper zu spüren, wahrzunehmen. Kann ich meine Atmung fühlen? Den Prozess der Atmung. Ich einatme. Ein Moment Pause, ausatme, eine längere Pause. So dass jetzt gerade nur das zählt, wie ich jetzt hier gerade bin. Und welche Ressource entdecke ich hier, wenn ich beginne, mich zu fühlen? Und das Lebendige, den Prozess in mir wahrzunehmen. So. Und dann kann ich nochmal meinen Fokus jetzt setzen auf diesen Körperbereich, den ich heute, mit dem ich mich heute befreunden möchte, der meistens mein Thema ist. Und ich vielleicht häufig bestimmte Gedanken und Gefühle und Erinnerungen damit verbinde. So heute spüre ich ihn jetzt, so wie ich gerade bin. Und ich will Wege suchen, einen Prozess entwickeln, einen Bewegungsprozess, in dem ich einfach diesen Ort fühle, annehme, wahrnehme und schaue, was mein Nervensystem
Wenn ich so prozessorientiert bin, damit macht. Und ich erinnere euch nochmal, dass all diese Prozesse deswegen sehr leicht, sehr langsam, sehr achtsam und sehr liebevoll sein dürfen. Und ihr sehr darauf achten dürft. Ich weiß, dass einige von euch, die heute hier sind, besonders empfindsam sind, wie viel ihr überhaupt machen wollt. Ja, dass ich das tue, was für mich gut ist heute. Und dann könnt ihr euch auch so hinlegen, wie es für euch am bequemsten ist. Vielleicht möchte ich auf den Rücken legen mit gebeugten Beinen oder auf der Seite. Und die Idee ist jetzt, dass ihr beginnt, diesen Körperbereich, den ich jetzt schon gemalt und in irgendeiner Weise ein wenig gefühlt habe, anfange zu bewegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr erstmal, wenn das geht, diesen Körperbereich und das Skelett darunter spüren mit der Hand. Ja, so dass ich erstmal wieder meinem Körper, meinem Nervensystem eine Rückmeldung gebe. Guck mal, so ist das. Ganz langsam, ganz achtsam, ohne etwas verändern zu wollen, gebe ich mir selbst, meinem Körper, mein Nervensystem ein Gefühl von mir selbst. Und achte dabei, wie atme ich? Was macht mein Unterkiefer, die Zunge im Mund? Einfach die Form, die Konsistenz, die Haut berühren. Und dann einen Moment Pause machen und fühlen. Was geschieht, wenn ich jetzt mich selber fühle? Genau. Und einen Moment mir Zeit lasse. Susa, ich glaube, du kommst gerade wieder neu rein. Ja, wir spüren gerade unseren Körper auf den Boden. Kannst dich auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Kannst dich auf den Boden langlegen und spüren ein Körperteil und haben es gerade ein bisschen berührt. Und diesen kinästhetisches Gefühl von meinem Körperteil. Wir haben es vorher auch schon mal gemalt. Und wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich diesen Körperteil berührt, gefühlt, gespürt habe? Kommt da eine neue Empfindung hinzu? Und versucht jetzt einfach nur damit in Verbindung zu gehen, ohne es verändern, ohne es zu verbessern zu wollen. Ich gehe damit in Verbindung. So dass mein Nervensystem und mein Körper eventuell das Gefühl bekommt, es ist einfach jetzt so in Ordnung, so wie es ist. Und dann könnt ihr bitte anfangen, diesen Körperteil zu bewegen. Und zwar ganz, ganz sanft. Was kann es? Ja? Kann es sich beugen oder strecken? Kann ich es öffnen oder schließen? Ja, ihr könnt für euch selber wie so eine Art Tanz um diesen Körperteil machen, indem ihr ganz, ganz sanft, als würdet ihr zum ersten Mal in eurem Leben euch mit diesem Körperbereich befassen, es mit der Bewegung erkunden. Kann ich das nach vorne oder nach hinten oder in irgendeine Richtung bewegen? Oder nach oben oder nach unten? Ja, ihr dürft es erforschen,
Was bewegt sich dort? Und kann ich diesen Prozess so bequem und schön und genussvoll wie möglich gestalten? Genau. Ja, und macht euch keine Sorgen, falls ihr irgendwas hier verpasst oder mal rausfliegt. Es wird alles aufgenommen und ihr könnt euch das alles nochmal anschauen im Nachhinein. Wie kann ich jetzt diesen Körperbereich, den ich heute schon gemalt und gefühlt habe, bewegen? In wie vielen Richtungen geht das? Kann ich das wellen? Was drücke ich normalerweise mit diesem Körperteil aus? Welche Aufgaben hat dieser Körperteil? Kann ich damit umarmen oder berühren, mich aufrichten? Wie verändert sich mein Gefühl davon, wenn ich jetzt anfange, es einfach zu erfühlen und zu erforschen und ich versuche, ein genussvoller Prozess daraus zu machen? Das ist jetzt so das Wichtigste. Ich brauche kein Ergebnis. Ich möchte nur erforschen und erkunden, eine grundlegende Qualität, um mein Nervensystem und mein Körper wieder lebendig zu machen, erforsche ich und erkunde ich. Und dann mache ich wieder Pause und lege mich wieder lang. Genau. Wie ihr auch immer es braucht. Pause machen, langlegen. Ihr könnt auch immer gerne die Kamera ausmachen, wenn ihr merkt, dass ihr Probleme habt mit der Internetverbindung. Manchmal funktioniert es besser, wenn die Kamera aus ist. Dann sind weniger Daten unterwegs. Ah, in Italien. Oh, Unwetter. Okay. Ja. Also du kannst auch versuchen, die Kamera auszumachen. Manchmal funktioniert es besser, so. Ja, wie liege ich auf? Und was verändert sich, wenn ich jetzt so ganz bewusst meinen Körper gefühlt und bewegt habe? Was geschieht in der Pause und in der Stille, wenn ich mich dem Prozess des Lauschen und Anhalten hingebe? Ja, und lasst euch einen Moment Zeit. Auch das kann eine Strategie sein. Für meinen Alltag, für Momente, wo ich wieder meine, mich anspannen zu müssen. Was passiert, wenn ich anhalte, Pause mache, lausche, so dass ich wieder das Hier und das Jetzt betone und mein Nervensystem Zeit gebe? Ja, sind alles so Elemente des prozessorientiert werden. Ich halte mal an. Dann lade ich euch nochmal dazu ein, diesen Körperteil wieder zu bewegen und zu erforschen. Ihr könnt dafür die Beine beugen, die Füße aufstellen, was das bequemer ist, euch auf die Seite rollen, was ihr auch immer braucht, ja? Wenn es mein Hals oder mein Nacken ist, was kann ich mit dem Kopf machen oder auch mit den Händen berühren, um das angenehm zu machen? Und während ihr wieder beginnt,
diesen Körperteil zu bewegen und zu erkunden und zu lauschen, achtet auf eure Atmung. Kann ich diesen Prozess atmend gestalten, dass jetzt die Atmung in den Vordergrund ist? Und kann ich dabei meine Zunge locker lassen? Kann ich das so bewegen, dass ich das Gefühl habe, das ist gerade jetzt sehr sinnlich für mich. Ein sinnlicher Prozess. Ich spüre alles Mögliche. Ich spüre meine Haut. Ich spüre die Wärme. Ich spüre, dass vielleicht sich ab und zu etwas wie so angenehm dehnt oder Raum entsteht. Oh, und das ist so angenehm. Ich spüre, dass ich mich ganz weich und langsam bewegen kann und die Kleidung auf meiner Haut spüren darf. Was verändert sich, wenn ich den Prozess sinnlich gestalte, so dass mein Körper dieses Gefühl bekommt, es ist schön. Ich könnte dabei lächeln. Und dann dürft ihr wieder loslassen. Auch hier achtet dabei, dass ihr nicht zu viel macht, sondern nur so viel, wie es für euch angenehm ist. Und dann lassen wir wieder los. Was verändert sich in mein Körpergefühl in Bezug auf diesen Körperbereich? Was fühle ich? Was spüre ich? Was wird neu? Was geschieht, wenn ich mich dem Prozess hingebe, ohne Erwartung, wie so schön heute schon jemand formuliert hat, und eher spüre, was taucht auf in meiner Körperwahrnehmung? Was macht mein Körper mit dieser Information, die er bekommt? Wie fühlt sich der Boden unter mir an? Wie fühlt sich meine Atmung, meine Zunge, mein Unterkiefer und meine Augen an? Was entsteht in der Stille, wenn ich gar nichts mache? Könnte aus diesem Ort heraus auch Kreativität entstehen, anstatt wenn ich mich total anstrenge, damit ich dann irgendwas ganz gut mache? Wir sind biologische Wesen. Und als biologische Wesen brauchen wir dieses Gefühl von Ausruhen und Entspannen und sein können. Unser Körper braucht das.
Unser Nervensystem braucht das. Und dann lade ich euch noch ein letztes Mal ein, einfach nochmal diesen Körperbereich in Augenschein, in Fühl- und Körperschein zu nehmen, dass ich den nochmal spüre. Und ihr könnt diesmal ihn bewegen und auch gleichzeitig tönen. Ihr könnt also ein A oder O oder U machen, so dass ihr auch die Hand auf diesen Körperbereich legen könnt, wenn ihr wollt, und gleichzeitig tönen, so dass ihr spüren könnt, dass wenn ihr tönt, auch Bewegung im Körper ist. Tönen ist auch Bewegung. Einfach ein bisschen spielen damit. Ja, wenn ich das Gefühl habe, Tönen ist jetzt komisch, kann ich erstmal einfach nur immer wieder ganz tief ausatmen oder summen und mich bewegen und wie so für diesen Körperbereich ein Lied singen und es bewegen und wieder dieses ganz Sinnliche, wie eine Katze, die schnurrt. Und diesen Körperbereich ganz neugierig und lauschend bewegt. Und wie ist dieser Körperbereich in Bezug auf andere Körperteile? Wie antwortet mein anderes Bein, meine Wirbelsäule? Mein Nacken zu dieser Erforschung, so dass ich jetzt, während ich töne und summe, ich so ein bisschen gucke, wie ist, wenn ich jetzt diesen Körperbereich bewege, wie antwortet mein Skelett? Genau, wie antwortet mein Becken? Was spüre ich in den Halswirbeln? Was machen meine Augen? Was machen meine Rippen? Wie antwortet mein Knie oder mein Fuß darauf, dass ich jetzt anfange, meinen gesamten Körper um dieses eine Thema, das ich jetzt da so heute spüre und körpersinnlich versuche zu erfahren, auch mitzubewegen? Einfach um zu schauen, wie hängt das alles zusammen. Ich kann mir das auch immer nur vorstellen, falls ich einen sehr empfindsamen Körper und Bewegungsapparat habe, kann ich mir das alles nur vorstellen. Ja, auch hier, der Prozess ist das Spannende. Und dann wieder loslassen und Pause machen. Lasst euch Zeit, nur zu fühlen und zu atmen. Was geschieht, wenn ich Pause mache? Und welche Einsichten oder neue Wahrnehmungen habe ich über meinen Körper, wenn ich jetzt den so spüre, so prozessorientiert herangehe. Wenn ich ganz kreativ, anstatt ihn verändern zu wollen oder was machen zu müssen, eine
Übung erledigen, damit es mir besser geht? Was, wenn ich beginne zu spielen und Freude an dem Prozess zu haben? Inwiefern ist das etwas, was vielleicht mir helfen könnte in meinem Prozess, in meinem Alltag? Dann möchte ich euch einladen, von hier aus ganz langsam zur Seite zu rollen. Und ganz, ganz langsam einen Weg zu finden und auch das als Prozess zu sehen. Ja, dass ich einfach diesen Weg erstmal, ich möchte irgendwann mal aufgestanden sein, aber ich lasse mir jetzt Zeit, meinen Körper zu spüren, wie das ist, wenn ich erstmal zur Seite rolle und mich vielleicht hinsetze. Ja, von da aus langsam irgendeinen Weg zur Aufrichtung und gucken, wie es mir geht. Und kann ich diesen Prozess auch so gestalten, dass er schön und angenehm für mich ist, dass ich mich dabei noch fühle, dass ich noch wahrnehme, was mache ich, wie mache ich das, und dann einfach zum Stehen komme und spüre, wie ich jetzt hier stehe. Was fühlt sich anders oder neu an, wenn ich jetzt hier bin? Und welches Gefühl habe ich von mir, von meiner Atmung? Und ihr könnt mal ein paar Schritte machen durch den Raum. Und fühlen, wie gehe ich jetzt? Und ich gebe euch jetzt hier ein bisschen Ton. Mit dem ihr euch noch ein bisschen bewegen könnt und versucht mal in den Raum euch mit diesem Körperteil und mit dem gesamten Skelett zu bewegen. Könnt ihr mich noch hören? Oder nicht? Ja? Ich bewege mich mal durch den Raum und benutze diesen Körperteil, um mich durch den Raum zu bewegen. Für ein bisschen Klang. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch dabei tönen und in den Körperbereich berühren. Sehr schön. Und alles, was ihr macht, ist richtig. Dann atmen. Was benutze ich anders, wenn ich in diesem lauschenden Zustand bin? Einfach nur mal erforschen, erkunden. Was wird anders?
Gibt es ein neues Gefühl von meinem Körper? Wie rolle ich meine Füße ab? Wie atme ich? Achtet auf den Prozess. Vielleicht ist das für mich seltsam oder neu. Kann ich mich drehen, beugen, strecken? Um diesen Körperteil herum. Wie atme ich? Okay. Und dann könnt ihr ganz langsam nochmal zu eurer Malmaterial kommen. Und alles so prozessorientiert wie möglich. Und gibt es etwas, was ich jetzt in einem neuen Blatt zu diesem Thema, was ich gerade bewegt habe, malen möchte? Vielleicht diesen Körperbereich, vielleicht etwas, was noch hinzukommt, ein Symbol, Wörter, was auch immer mir dazu kommt, dass ihr das auch noch malt, darstellt. Was habe ich jetzt gefühlt? Was ist neu aufgetaucht? Was sagt mir dieser Körperteil? Was entdecke ich durch dieses prozessorientierte Erforschen und Fühlen. Und auch hier, während ihr das macht, kann ich noch achtsam in meinen Körper hineinhören. Ihr könnt das auch so machen, das finde ich gerade ganz schön, Hanna, was du zum Beispiel machst. Auch ich fühle noch mal, ja, wie ist das? Und wie übertrage ich das auf dem Papier? Ja, dass ich noch mal in meinen Körper fühle. Oh, was ist da jetzt neu oder anders? Was ist das für ein Gefühl? Und dann male ich das vielleicht. Stelle das dar, kommen Symbole, Wörter auf. Was mache ich jetzt mit meinem Mund, mit der Atmung? Mit meiner Wirbelsäule. Wie ruht mein Becken auf den Stuhl? Ja, das ist prozessorientiert, dass ich immer wieder noch spüren kann, was mache ich. Das kann man nicht den ganzen Tag machen, ja, das würde mich zu sehr ablenken, aber dass ich die Fähigkeit habe, immer wieder darauf zurückzukommen, um zu bemerken, was ich tue und mich weniger anzustrengen, das macht sehr viel Sinn. Ja? Vielleicht merkt man das sehr schnell. Oh, wieso beiße ich wieder die Zähne zusammen bei Zeichnen? Oder wieso spanne ich meinen Nacken oder die Schultern an? Muss ich gar nicht. Ja, Moshe Feldenkrais nannte das parasitäre Bewegungen, weil wir häufig Bewegungen und Anstrengungen machen, die völlig unnötig sind, mit Muskeln, die wir gar nicht brauchen. Und das kostet aber uns auch Energie und Kraft. Ja, diese Spannung ist immer ein Energieverschleiß. Ja. So, wie kann ich mich selber spüren lernen, sodass ich immer mehr die unnötige Spannung spüre und unterlassen kann?
Ja. Ja, was taucht auf? Was ist jetzt da vielleicht neu hinzugekommen? Ist etwas, was ich von meinem Körper gelernt habe. Was verändert sich, wenn ich beginne zu spielen, anstatt eine Übung zu machen? Ja, das ist der Unterschied. Ich möchte immer so gerne Bobby McFerrin, diesen Musiker, zitieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn. Don't worry, be happy. Aber er hat so tolle, der ist ein so fantastischer Sänger und Musiker. Und er sagte immer, ich übe nie, ich spiele immer. Er hat nie geübt. Ja, ich gehe jetzt als Musiker und übe. Er spielte immer. Und das ist, was wir wieder lernen wollen, zu spielen. Ja, wenn ihr das so vollendet habt, könnt ihr sehr gerne jetzt eure Erkenntnisse und Erfahrungen nochmal in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Und dann mache ich auch gerne jetzt den Raum auf, um wenn ihr Fragen stellt oder noch etwas wissen wollt. Aber erstmal so, dass ihr nochmal so einen Eindruck zurückgibt und dann können wir gerne noch ein bisschen miteinander sprechen, was da alles so auftaucht. Was war jetzt meine Erfahrung über den Prozess, über mich selbst, vielleicht auch, was habe ich über mich selber gelernt und bemerkt? Ja, vielleicht ist das, was ich jetzt so mit meinem Körper erforscht habe, ich merke, gut, es hat sich jetzt nicht so grandios geändert, aber ich habe etwas über mich selber bemerkt, das mir gerade sehr wichtig war. Was habe ich erkannt, gelernt, gespürt, gesehen? Alles, was euch aufgefallen ist, ist interessant. Wunderbar, ihr Lieben. Ich bin jetzt hier und offen für die Fragen, die ihr noch stellen wollt. Diejenigen, die aber jetzt in dieser Entspannung und Freude und Dankbarkeit und Prozessorientiertheit sich verabschieden wollen, können das hiermit machen. Und ich verabschiede mich von euch, sodass ihr jetzt euch einfach aus dem Raum begeben könnt. Die anderen, die vielleicht noch eine Frage, einen Kommentar haben, und auch das Mikro aufmachen können wollen, können das auch jetzt machen. Vielleicht muss auch noch jemand auf Toilette gehen, könnt ihr auch jetzt noch machen und dann zurückkommen. Ich gucke jetzt einfach ein bisschen, wer noch was sagen möchte. Und diejenigen, die sich verabschieden wollen, können das gerne machen. Ich wünsche euch einen herrlichen Abend, voller Entspannung. Tschüss, Gabi, und spielerischer Momente.